Guardiola Interesse an Cuisance. Wie Michael Cuisance in einem Interview verraten hat, wollte ihn der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola im Winter 2017 zu Manchester City holen. Es ist schwer, Nein zu Pep Guardiola zu sagen. Ich weiß, was er für ein Trainer ist und welchen Fußball er spielen lässt, sagte Cuisance der französischen Zeitung L'Équipe. Stattdessen ging es für ihn ein halbes Jahr später von Borussia Mönchengladbach nach München. Dort ist die Konkurrenz groß. Cuisance wird immer wieder mit einem Leihgeschäft in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde Olympique Marseille als möglicher Abnehmer gehandelt. Ein Wechsel aus München schloss der 20-Jährige jedoch aktuell aus. Abseits der Bayern hat Cuisance dennoch einen großen Traum, doch irgendwann unter Trainer Pep Guardiola zu spielen. Vielleicht, sagte er, werden sich unsere Wege eines Tages kreuzen. Fanrückkehr in Stadien, Regierung optimistisch. Kanzleramtschef Helge Braun hält eine baldige Rückkehr der Zuschauer in die deutschen Fußballstadien für möglich. Mit Abstand und Hygienekonzept können Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden, erklärte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Großes Gedränge müsse jedoch vermieden werden. Die Stadien werden also nicht ausverkauft sein können und das muss gut organisiert und kontrolliert werden. Nach dem Restart der Saison im Mai waren wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer in den Stadien erlaubt gewesen. Die Deutsche Fußballliga hatte am Mittwoch in einem an die 36 Profiklubs verschickten Leitfaden erklärt, wie die Rückkehr zu Veranstaltungen mit Fans gelingen soll. Die Vereine sollen dabei standortindividuelle Konzepte erarbeiten. Guardiola sauer über City aus. Der FC Arsenal bezwingt im Halbfinale des FA Cups Manchester City mit 2:0 und steht damit im Pokal-Endspiel. Gunners Coach Mikel Arteta, einst Co-Trainer bei City unter Pep Guardiola, verbaute seinem spanischen Lehrmeister damit ein mögliches nationales Pokaldouble. Wir haben heute keine gute Leistung gezeigt. Wir können das Spiel verlieren, aber es ist bedauerlich, da wir in der ersten Halbzeit nicht so gespielt haben wie in der zweiten Hälfte. Auf diesem Niveau im Halbfinale und im Finale muss man eine gute Leistung bringen und das ist nicht geschehen. Anfang März gewannen die Sky Blues den League Cup, auch der Henkelpott in der Champions League im August ist noch möglich. In der Königsklasse trifft die Mannschaft auf den frischen spanischen Meister Real Madrid. Mit einer solchen Vorstellung wie gegen Arsenal dürfte dies für die Citizens allerdings eine schwere Aufgabe werden. Wir wissen, was für eine Leistung auf so einem Niveau notwendig ist, so Guardiola.